Der Quintenzirkel. Der Quintenzirkel ist ein sehr, sehr cooles Allrounder-Tool, mit dem wir extrem viel anstellen können und uns auch schnell gewisse Akkorde ableiten können oder uns Tonarten mit den Vorzeichen sehr gut herauslesen können und auch sofort Zugriff darauf haben. Und diesen zu beherrschen ist genauso wichtig wie die Intervalle zu beherrschen, denn wir werden ihn brauchen. Spätestens bei anderen Tonarten wird es sonst sehr, sehr schwierig, diese alle auswendig zu lernen. Das Thema auswendig lernen ist generell in der Musiktheorie nicht zu empfehlen, absolut nicht zu empfehlen. Ihr werdet nicht die Möglichkeit haben, die kleinen, feinen Differenzierungen, die es gibt, auf 12, auf 24, auf 36. Es gibt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten mit nur einer kleinen Änderung. Das könnt ihr euch nicht auswendig im Kopf behalten. Deshalb empfehle ich euch, lernt zu verstehen und ihr werdet es nie wieder auswendig lernen müssen. Ab dem Zeitpunkt, wenn es Klick gemacht hat, ergibt sich das nächste und ihr werdet auf einmal einen kompletten Überblick erhalten. Drum wichtig, Quintenzirkel verstehen und nicht auswendig lernen. Wie der Name Quintenzirkel verrät, besteht dieser aus einer Verkettung der Quinten. Verkettet man lange, lange genug, kommt man wieder zum Ursprungs-C zurück und deshalb ist der Kreis oben wieder geschlossen, weil wir im Quintsprung von F nach C, wenn wir das hier betrachten, von F nach C haben wir wieder eine Quinte, einfach wieder zum C kommen und dann würde es sich wiederholen und wiederholen. Also es gibt nicht mehr als diese beschriebenen Tonarten. Starten wir mal von C-Dur ausgehend. Zum G erhalten wir eine reine Quint. Von G zu D eine reine Quint. Zu A eine Quint, eine Quint, eine Quint. Und hier erhalten wir wieder eine Quint. So, jetzt gibt es eine rechte Seite und eine linke Seite. Ihr seht schon, die linke Seite wird die B-Seite genannt, die rechte Seite die Kreuzseite. Und die Kreuzseite bedeutet, in G-Dur erhalten wir ein Kreuz, in D-Dur zwei Kreuz. Fortlaufend wird das erhöht natürlich. So, wenn wir jetzt nach rechts gehen, wird der Quintenzirkel genannt. Es gibt eine weitere Bezeichnung. Wenn man nach links gehen würde, wäre es der Quartenzirkel. Also von C nach F, was wir hier betrachten, ist eine Quart. Von F nach B-Flat eine Quart. B-Flat nach S eine Quart. Entweder man merkt sich's nach links Quartenzirkel, nach rechts Quintenzirkel, oder man würde hier von Fis ausgehend, wo wir vorhin nach rechts gegangen sind, in der Quintfolge, von Fis weitermachen, dann würden wir auf ein Cis kommen. Das ist nämlich die Quinte. Von Fis zu Cis ist eine Quinte. Von Cis zu As, beziehungsweise in dem Sinn wäre es dann Gis, hätten wir auch eine Quinte. Und ihr seht schon, diese Töne hier sind ident. Das ist nur die enharmonische Verwechslung, wie wir bereits gelernt haben. Das Cis und das Des sind der gleiche Ton. Also könnte ich komplett den Quintenzirkel rundum fahren, von hier ausgehend komplett einmal schön rundum und würde wieder beim C landen. Das würde sich ausgehen. Um das aber zu vereinfachen, wurde von hier die Mitte geschaffen, nach rechts der Quint und diese werden mit den Kreuzchen gekennzeichnet. Ansonsten hätten wir endlos viele Kreuze. Das ist auch ein weiterer Grund, warum es nach links die B-Seite ist und nach rechts die Kreuzseite. Um mindestens sechs Bs oder Kreuzchen nicht zu überschreiten. Ne? Genau, und wie gesagt, nach links der Quartenzirkel, selbiges Prinzip wie rechts. Es erhält einfach ein B, wenn die erste bei F-Dur haben wir ein B, bei B-Flat haben wir 2B, bei S 3B, bei As 4B und so weiter. Diese 4Bs oder diese Kreuzchen bedeuten immer, dass ein Ton in dem Sinn erniedrigt wird
Und hier wäre es das B-Flat. Hier würde das B-Flat-Dur sein. Da haben wir definitiv den Ton B-Flat drin, ne? Und S. Und so weiter und so weiter. Auf der rechten Seite haben wir in C-Dur keine Vorzeichen. In G-Dur ein Kreuzchen, das Vorzeichen Fis. Dann haben wir hier ein Cis und ein Fis. Hier haben wir Cis, Fis, Gis und so weiter. So, jetzt kommt der Clou. Das auswendig zu lernen, würde mich nerven. Aber es gibt, wie überall im Leben, gibt es sehr gute Merkhilfen. Und eine ganz gute Merkhilfe für die rechte Seite wäre, wenn wir in der Tonart G-Dur sind und ich einen Halbton runterdenken würde, dann würde ich auf den Ton Fis kommen. Ah, das heißt, ich bin in G-Dur, dann habe ich schon mal ein Fis. Bin ich in D-Dur, weiß ich, ich habe zwei Vorzeichen. Das Vorhergehende wird immer mitgerechnet. Dann habe ich schon mal das Fis weg. Und ein Halbton unter dem D ist ein Cis. Ah, Fis, Cis. Cool. Bei A-Dur, Fis, Cis bleibt der, ne? Habe ich schon. Ein Halbton unter A ist ein Gis. Genau. Fis, Cis, Gis. Bei E sieht es genauso aus. Fis, Cis, Gis habe ich schon. Und das Dis wäre noch ein Halbton runter. Ihr seht, das ist eine Merkhilfe, die sehr, sehr hilfreich ist und man muss dann nicht viel auswendig lernen, man muss es nur verstehen und schon hat man eine Verknüpfung. Auf der linken Seite gibt es dasselbe. Da sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Und zwar sind wir in F-Dur, habe ich ein Vorzeichen und zwar das B-Flat. So, wie komme ich auf das Vorzeichen? Na, ganz einfach. Ich lese einfach weiter. Ich sehe hier B-Flat stehen. Dann weiß ich, von F-Dur ist das B-Flat der Ton, der anders gespielt würde. Würde bedeuten F, G, A, B-Flat, C, D, E, F. Also alle Töne bleiben weiß, bis auf das B-Flat. Und schon haben wir eine F-Dur-Tonleiter. Würde so klingen. 1a. Funktioniert. In B-Flat befindet sich das B-Flat, also das bleibt wieder der Ton, der in der vorigen ist, der wird wieder übernommen. Und es kommt ein weiterer dazu. Wir schauen einfach mal weiter. Siehe da, es ist ein S. Also B-Flat-Dur hat B-Flat und S. S hat B-Flat, S und wir schauen einen weiter und ein Ass. Und so geht das ganze Spiel, bis wir unten angekommen sind, weiter. Und somit habt ihr den kompletten Quintenzirkel in der primären Funktion einfach verstanden, könnt sofort Tonarten ableiten in kürzester Zeit. Ihr müsst nicht lange denken. Ist der Song in E-Dur? Weiß ich, okay, E-Dur, Gehirn, A, Vierte, vier Kreuze, Fis, Cis, Gis, Dis und los geht's. Das sind die einzigen Töne, schreibe ich hin. E-Dur schreibe ich E, F, G, A, B, C, D, E. Und dann schreibe ich bei den Tönen Fis, Cis, Gis, Dis ein Kreuzchen hin. Und schon habe ich die Tonart oder die Tonleiter vervollständigt. Die Stufen der Kurbel bleiben sowieso dieselben, die resultieren. Und schon kann ich den Song in dieser Tonart spielen. Es ist tatsächlich so einfach und es funktioniert. Eine weitere Merkhilfe, um sich die Tonarten zu merken, wäre, da muss man nicht immer in Quinten denken, weil das ist schon am Anfang schwer, gebe ich zu, aber man kann sich zwei Sprüche merken und dann hat man den kompletten Quintenzirkel auch im Kopf. Und zwar lauten diese G, D, A, E, B, Fis, ne? G, du, alter Esel, bringe Fische. Geh, du, alter Esel, bringe Fische. G, D, A, E, B, Fis. Auf die linke Seite
Zu der B-Seite haben wir einen Spruch, der lautet: Frische Brote essen Asse des Gesangsvereins. Frische Brote essen Asse des Gesangsvereins. Eigentlich auch ein sehr einfacher Spruch. Und wir haben sofort auch die Bächen richtig. Brote ess ass des ges. Finde ich zwei einfache Sprüche, kann man sich sehr gut merken. Geschwindigkeit geht durch die Decke. Ja, und das war's zum Quintenzirkel.